wie sagt man so schön, Sandpapier noch ein bisschen dazu und dann glaube ich, doch, ich glaube, Toronto wird eine interessante Mannschaft. Also du mit deinem Sandpapier. Also das kommt ja jetzt in jedem Podcast vor. Anscheinend ist das gerade die Erfolgsformel. Dann muss ich es weglassen jetzt. Ja, aber das gehört dazu. Ich glaube, das ist einfach, das, ich finde es immer hochinteressant. Jedes Mal, wenn du dir jetzt die NHL anschaust oder Eishockey im Allgemeinen, okay, alle sprechen darüber, dass Eishockey sich so verändert hat. Es geht viel, viel mehr um die technischen Fähigkeiten der Spieler, die schlittschuhläuferischen Fähigkeiten der Spieler, alle diese Dinge. Und das ist auch 100% wahr und das ist auch gut so. So soll es auch sein. Aber wenn ich mir dann eben die Stanley Cup Sieger der vergangenen Jahre anschaue, dann sind es doch immer wieder Mannschaften, die den Mittelweg gefunden haben zwischen technischer Versiertheit, zwischen Geschwindigkeit, aber auch zwischen körperbetontem Spiel und Aggressivität.